Und damit kommen wir zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall eine etwas bekanntere Horrorreihe, würde ich mal sagen. Welche denn? Resident Evil. Ja, Resident Evil, auf jeden Fall ein absolutes Horror-Highlight, aber da bin ich eigentlich nicht so ganz der Richtige, sondern das wäre eher... Hey Jungs, schaut mal, was ich abgegriffen habe. Das G-Rex-Kostüm ist sowas von geil. Ich habe 7 Ikea-Tüten voll mit Leckereien. Halloween Rules. Wenn man vom Teufel spricht. Perfektes Timing. Du erzählst doch immer von deinem gruseligen Erlebnis bei Resident Evil. Kannst du das bitte nochmal für unsere Zuschauer wiedergeben? Wie? Jetzt? Ich wollte mich gerade auf meine Beute stürzen. Ja, jetzt mach schon. Danach kannst du futtern, was das Zeug hält. Na gut, wenn es denn sein muss, dann erzähle ich euch mal eine kleine Anekdote aus Resident Evil 2, die mich sicherlich ein paar Jahre meines Lebens gekostet hat. Wir haben das damals zu dritt durchgespielt und es war an einem Abend, der perfekte gar nicht sein könnte für so ein Horrorspiel. Es war draußen Gewitter, Regen prasselte an die Scheibe, also absolut die perfekte Atmosphäre. Wenn ihr die alten Resident Evil Teile kennt, dann wisst ihr ja, dass die Grafik vorgerendert war. Insofern war sie auch sehr, sehr statisch. Es konnte eigentlich nichts kaputt gehen, was nicht schon vorher als kaputtbar erkennbar war. Und so wusste man auch, dass irgendwelche Gegner eigentlich nur durch Scheiben springen können, durch Bretterverschläge oder durch Lüftungsschächte. Doch einmal hat Resident Evil mit dieser Regel gebrochen. Und zwar gibt es da einen Raum, da haben wir ein Rätsel gelöst. Es passierte nichts zu unserer Überraschung. Wir sind dann rausgegangen, haben den Raum verlassen und außen um den Raum rum ging ein Gang. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, brach Nemesis, oder wie soll, besser gesagt Mr. X, so hieß er im zweiten Teil, durch die Wand mit einem riesen Knall. Und wir haben so dermaßen erschrocken, dass wir den Controller aus der Hand geworfen haben und erstmal eine halbe Stunde uns gesammelt haben. Danach sind wir dann mühsam bis zum nächsten Speicherpunkt vorangekrochen sozusagen, haben abgespeichert und das Spiel erstmal längere Zeit nicht mehr angerührt. Das war irgendwie 1998 mein Horrorerlebnis pur und bisher das mit Abstand intensivste Erlebnis, was ich jemals in einem Horrorspiel gehabt habe. Danke. War das jetzt so schwer? Und ob? Mein Magen knurrt. Ich gehe jetzt erstmal eine Kleinigkeit essen. Ja, aber übernimm dich bitte nicht. Geht das überhaupt? Ja, gute Frage. Oh, da ist er schon wieder weg. Ja gut, dann viel Spaß mit deinen... Der Futterwahn hat ihn gerufen. Viel Spaß mit deinen 7 Ikea-Tüten. Gut, ja. Ja, also Gunnars gruseligster Resident Evil-Moment ist auf jeden Fall was, was ich immer wieder gerne höre. Und bevor ich jetzt zum Spiel selbst komme, wo ich ja ein bisschen, oder zu den Spielen, kann ich euch noch ans Herz legen, Gunnars Artikel über die nicht veröffentlichten Resident Evil-Spiele. Denn sowohl das Spiel, was ursprünglich mal der zweite werden sollte, als auch das, was mal der vierte werden sollte, sind Spiele, die Capcom quasi fast fertig programmiert hat, bevor sie sich überlegt haben, nö, machen wir doch nicht, und haben quasi nochmal von vorne angefangen. Und genau darüber hat Gunnar geschrieben. Sehr interessant und bietet gute Einblicke in Resident Evil. Genau, über 1.5 und 3.5 sozusagen. Sozusagen. Genau. Ja, Resident Evil, ich habe es ja auch das schon im Spiel mal wieder gesagt, ist zwar nicht der Erfinder des Horror-Genres, das war wohl Alone in the Dark, wobei es sicherlich auch vorher schon gruselige Spiele gab. Irgendwelche Text-Adventures oder so. Aber Resident Evil ist sicherlich eines der Spiele oder vielleicht sogar das Spiel, was das Survival-Horror-Genre geprägt hat. Ja, bei Resident Evil kann man auf jeden Fall sagen, dass die Entwickler es das erste Mal so richtig verstanden haben, eine so komplexe und zusammenhängende Geschichte zu erzählen, dass man wirklich ins Spiel reingesaugt wurde und das Gefühl hatte, ein Teil der Geschichte zu sein, was man anfangs noch gar nicht so richtig erkannt hat. Resident Evil 1 an sich oder für sich alleine genommen ist ein extrem gelungenes Spiel, was durch die vorgerenderten Hintergründe eine super Grafik ermöglicht hat, was durch die sehr umfangreiche Sprachausgabe die Geschichte intensiviert hat und. Ja, vor allen Dingen durch die richtig coolen Videosequenzen. Genau, das wäre jetzt... B-Movie-Style-Edits, also das war... Ich bin froh, dass sie es im Remake rausgenommen haben. Also sie haben auf jeden Fall da so richtig auf die Kacke gehauen. Und genau das hat Resident Evil dann so erfolgreich gemacht. Und da die Entwickler es verstanden haben, diese Geschichte um die Umbrella Corporation mit Resident Evil 2 und 3 und Code Veronica und dann Zero quasi die Vorgeschichte zu Teil 1 erzählt, es geschafft haben, das so zusammenhängend zu machen, dass man wirklich immer wissen wollte, wo, was sind denn jetzt die Hintergründe, wo kam das her, was passiert da, die Charaktere überschnitten sich teilweise, das war einfach, ja, bahnbrechend damals. Teilweise zerschnitten sie sich auch. Ja. Ein echter Brüller. Ja, ich meine, da hast du schon recht, auch wenn es natürlich mit Wesker teilweise auch mal übertrieben war, also ich meine, so ähnlich wie bei Resident Evil mit
Quatsch, wie bei Resident Evil. So ähnlich wie bei Metal Gear Solid, wo dann am Schluss der Arm von Liquid Snake an Ocelot und ach, was zum Teufel? Aber Müssen wir nicht genauer darüber reden. Wir sind ja hier nicht USK 18. ja, und wir sind auch nicht bei Metal Gear Solid Podcast. Genau. Für mich war Resident Evil blöderweise nie eine Reihe, die ich richtig spielen konnte, hatte das Problem von Eternal Darkness in Auf schlimmer. jeden Fall. Dadurch, dass die Kameraperspektive fix ist, logisch vorgerendete Hintergründe funktionieren nicht Das ist anders, wohl wahr. hatte man das Problem oder hatte ich das Problem, man steuert den Charakter halt nicht direkt, also sondern man drückt halt einfach den Control-Stick nach oben, damit er vorwärts geht. Und es ist absolut nicht intuitiv, wenn der Charakter nach rechts guckt auf dem Bildschirm und man geradeaus gehen will, dass man den Control-Stick nach oben Genau, drückt. deshalb war der erste Teil, den ich richtig genossen habe, auch wenn es dann noch nicht ganz perfekt war, eigentlich Code Maria. Ich sage jetzt Veronika, nicht genau. Veronica, weil ist das nicht indiziert? Ich weiß es nicht. Also Code Maria Keine hat mir Ahnung. jedenfalls gut Piep. gefallen. Wir können es aber auch ganz anders nennen. Wir nennen es einfach Fäkalien Veronica. Das ist doch mal ein schöner Codename, oder? Ja, genau. Fäkalien Veronica hat mir sehr gut gefallen auf der Dreamcast damals, ist ja dann auch für den GameCube umgesetzt worden. Genauso wie Teil 3, der mir nicht so gut gefallen hat. Aber 2 ist immer noch mein absoluter Lieblingsteil von den alten Resident Evil Spielen. Tja, mit mir ging es bei Resident Evil erst mit Teil 4 los, der dann die Umbrella Corporation hinter sich ließ und so ein bisschen mehr in das Thema Action-Horror ging. Das heißt, es gab dann, also noch stärker als bei Code Veronica, ging das Ganze eher in die Action-Richtung. Und ja, das ist dann das, was mir eigentlich dann so richtig gefallen hat. Es war noch Horror, aber es war auch nicht mehr so trocken und so indirekt gesteuert wie die ersten Teile, Genau. wohingegen sie es dann mit dem fünften Teil ein bisschen übertrieben haben. Ja, der fünfte Teil, also der vierte war halt immer noch in diesem Dorf in Spanien, in einem Setting, das wirklich so Horror geschrien hat, ne? Also die Dorfbewohner sahen fies aus. Wie Spanier halt so aussehen, ne? Ja, genau, wie Spanier halt so aussehen. Ich meine, guck dir Raúl an. Also, Spaß beiseite. Wir haben nichts gegen Spanier. Ja, das Dorf und der See und das Horrorschloss und so, das gab's da alles noch. Und es gab wirklich auch ein paar fiese Momente. Ich würde nicht sagen, dass es wirklich gruselig war, aber es war zumindest ein Horror-Setting. In Afrika wiederum, die Sonne schien, das Gnu lacht. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall alles andere als Horror. Ja. Es war auch, also mir hat Teil 5 nicht wirklich gut gefallen. Das Einzige, was Teil 5 richtig gemacht hat, ist in meinen Augen der Koop-Modus, der Teil 4 quasi noch gefehlt hätte, um das perfekte Spiel zu sein. Der Koop-Modus ist richtig gut. Nur, naja, Teil 5 hat vor allen Dingen in meinen Augen das Problem auch, also mal abgesehen, dass es nicht mehr Horror war, hat es für mich auch das Problem, dass es einfach zu lang ist. Also nicht, dass das Spiel sonderlich lang wäre, aber es ist einfach so. Spiellänge ist nicht alles, das sage ich immer wieder. Es kommt einfach darauf an, dass das Spiel auch nicht gestreckt Genau. wirkt. Ja, die Länge ist nicht entscheidend, es ist die Technik. Genauso kann man es sagen. Also, es ist einfach ein gestrecktes Gefühl, wenn man Resident Evil 5 spielt. Wieso muss ich jetzt dank dir an diese dämlichen Dinger denken? Nein, ich sage nichts weiter, das führt zu weit ab. Ich weiß auch nicht, was du meinst, aber ich würde sagen, Penisverlängerung. So, jetzt habe ich Wir es können bei, gesagt. ich gehe einfach nicht drauf ein, wir können bei Resident Evil, könnten sicher noch viel, viel, viel erzählen, aber wir haben ohnehin jetzt schon wieder viel zu lange geredet, Genau, zu eigentlich. Resident Evil können wir dann ja nächstes Jahr oder so einen ausführlichen Podcast machen. Genau, dann nämlich, wenn, wie heißt der neue Titel, Revelations kommt für den 3DS, Genau, das wäre auch ein guter Anlass. hat uns auf der Gamescom schon sehr gut gefallen. Da durften wir ja auch ein Interview mit dem Mann, dessen Namen mir jetzt schon wieder nicht einfällt. Also nein, letztes Mal hat Martin das verkackt. Ja, das ist richtig. Es ist nicht Kagawa. Nee, aber irgendwie so in der Art. Um nochmal Jedenfalls Timos super Idee zu zitieren. konnten wir mit ihm ein Interview über Revelations führen. Das könnt ihr euch auf Tenno.tv auch noch angucken. Und es gibt ein paar Preview-Eindrücke von Gunnar. Glaube, er Das hieß Spiel erscheint Kawata. irgendwann, ja, ich glaube auch, egal.
erscheint Anfang nächsten Jahres und ich glaube, das ist dann auch das perfekte Thema, um wirklich mal intensiv über Resident Evil zu sprechen. Genau. Denn das würde viel zu weit führen, jetzt noch weiter auszuholen. Da hast du recht. Ich würde jetzt auch sagen, wir wollten eigentlich noch auf Dead Space eingehen, aber wir haben jetzt schon eine halbe Stunde gequatscht fast. Deshalb würde ich sagen, machen wir doch erst den Newsflash, sonst wird das Ganze so ein bisschen unausgewogen. Genau. Dann viel Spaß mit Lukas und um es vorwegzunehmen, es ist mal wieder so einiges passiert. Nein! 9 minutes after announced. Good morning, ladies and gentlemen. Der Shellstream. Wenn ihr das so hört, bin ich wahrscheinlich nicht mehr hier. Das ist meine letzte Warnung an alle Zuhörer. Es könnte bereits bei euch sein. Es jetzt macht alles einen Sinn. Alles, was diesen Monat passiert ist. Es ist miteinander verknüpft und wir alle sind ihm in die Falle getappt. Es begann alles damit, dass bekannt gegeben wurde, dass Resident Evil Revelations. Ausgerechnet Resident Evil. Es wurde bekannt gegeben, dass das Spiel am 27.01.2012 in Deutschland erscheint. Damals hätte ich es schon erkennen sollen. Und dann war es ausgerechnet Keiji Inafune, der ein neues Rollenspiel für den 3DS ankündigte. Ausgerechnet mit dem Namen King of Pirates. Dann kündigte Nintendo in Japan einen weißen 3DS an. Und EA! Die dann auch noch sagen, sie würden die Wii U voll unterstützen wollen. Es war dann nur noch eine Frage der Zeit, bis Nintendo ein Mario und Sonic Wii Bundle ankündigt. In blau. Martin hat es nur versucht, euch zu warnen. Er hat in seiner Wii U-Kolumne Hinweise versteckt, weil er es sonst nicht veröffentlichen konnte. Natürlich hat ihm niemand zugehört. Und dann noch die ganzen Trailer und Screenshots zu Kirby Return to Dreamland, Shinobi, Dragon Quest X, Zelda Skyward Sword, Formel 1 2010, Aliens Infestation, Monster Hunter Tri, Super Mario 3D Land, Harvest Moon und Mario Kart 7, K-Story 3D, Rayman Origins, Batman Arkham City und Beyond the Labyrinth. Ihr müsst euch auf Tendo.de ansehen, um alles zu verstehen. Das hier sind vielleicht meine letzten Worte. Ich habe es entschlüsselt. Alles ergibt nun einen Sinn. Als letztes möchte ich nur noch... Moment.